meine lieben Freunde und Follower und so weiter und so weiter. Na, es hat sich nichts getan, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich Zeit fand, mal wieder zu sprechen. Keine Sorge, man hat mich nicht verhaftet. Warum sollte man das auch tun? Auch wenn das wahrscheinlich viele gerne so hätten. Markus Söder, warum hast du Deutschland so? Weil er ein Bayer ist, wahrscheinlich. Heute lese ich in der Bild-Zeitung, Markus Söder warnt vor vielen kleinen Ischgls. Hat er Kinder, der Mann? Meint er seine Kinder? Oder meint er, was meint er damit? Ischgl? Ach, das war diese Stadt, in der mal irgendwas ausgebrochen ist. Ne? Schnupfen war es, glaube ich, oder eine Grippe. Weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall irgendeine Erkältung war das. Er warnt jetzt also vor vielen kleinen Ischgls. Sind wir im Kindergarten, Genosse Söder? Oder wo sind wir? Warum hassen Sie Deutschland so, Herr Söder? Warum hassen Sie Deutschland so, Frau Merkel? Genosse Spahn! Warum hast du Deutschland so? Was haben dir die Deutschen getan, dass ihr sie so hasst? Weil sie die Wahrheit sagen, weil sie sich nicht mehr bevormunden lassen, weil sie nicht in einer modernen Diktatur leben wollen. War gerade beim Aldi, wa? Die müssen ja Masken tragen. Körperverletzung durch die Bundesregierung, so nenne ich das. Und das Schlimmste ist, man kriegt sie immer noch nicht zur Rechenschaft gezogen. Genossin Merkel, Söde. Und wie heißt der andere noch? Spahn. Right? Spahn. Naja, mittlerweile haben sie ja zumindest das erreicht, was sie lange erreichen wollten. Sie haben ja ihren Virus mittlerweile tatsächlich bis nach Afrika getragen. Wie meine ich das? Ganz einfach. Dort glaubt mittlerweile auch jeder hochrangige Politiker daran, dass Corona eine tödliche Krankheit ist. Weil es ja, ich sag mal so, selbst wenn Corona oder Covid-19 oder 20 oder wie auch immer dieses Phantasma heißt, mag es doch eine tödliche Krankheit sein. Wir hatten aber es gibt tausende von tödlichen Krankheiten auf dieser Welt, oder? Deswegen hat man auch noch keine Wirtschaft zerstört. Warum hassen Sie Deutschland so, Herr Söder? Warum hasst ihr eigentlich alle Deutschland so? So schlimm ist es hier gar nicht. Ich könnte hier eigentlich glücklich leben. Aber unter solchen Umständen? Es gibt sicherlich vieles, das hier falsch läuft, aber wenn er mich mal persönlich fragt oder wen es interessiert, man könnte auch vieles besser machen und dafür sind nicht viele Schritte notwendig. Und ich verrate euch mal eins, warum in Afrika mittlerweile es Lockdowns gibt und die Fallzahlen steigen. Weil die Politiker da gemerkt haben, steigen die Fallzahlen, gibt es Kohle von Deutschland und von Europa. Wenn man so dämlich ist, dann tut mir leid. Ich würde es auch nutzen. Ihr werdet es auch bald ausnutzen. Da gibt es sicherlich noch eine Corona-Lücke, um ein bisschen Geld an Geld zu kommen. Wie gesagt, wenn man so dämlich ist, verdient man das nicht anders, ne? Wen ich damit jetzt meine, das kann man selber rausfinden. Ich wünsche einen schönen Tag und vielleicht bald mal wieder. Was ich sagen wollte, es gibt ja noch Menschen, die arbeiten. Right?